Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich mal wieder ein Produkt vorbereitet, jetzt nach einer längeren Pause, sage ich mal. Also ich war krank und hatte einfach kein Video vorbereitet. Und zwar habe ich mich mal von der Instagram-Werbung wieder einmal verleiten lassen und habe mir die Frühstücksflocken von Spaceys geholt, oder die Frühstückscerealien im High-Protein-Style. Halt eben, hier hat der Rapper Crow mit denen zusammen kollaboriert und hat so eine High-Protein-Reihe rausgebracht. Also die sind generell High-Protein. Auf jeden Fall habe ich hier einmal Honey Beans mit Honiggeschmack und Coco Dreams mit Kokosgeschmack. Halt beides eben mit Süßstoff, dafür weniger Zucker. Ja, muss man auf jeden Fall mögen. Ich bin mal gespannt, ob mir das schmeckt. Ist auf jeden Fall heftig teuer gewesen. Ich glaube, ich habe für die beiden 14 Euro bezahlt und dann kam noch Versand drauf. Und ich habe sogar noch einen 10% Coupon genutzt. Also ist schon echt, echt teuer. Mal probieren. Also dann wollte ich mal starten hier mit dieser Honigvariante, mit dem Honey Beans, mit den Honigstrahlen. Auf jeden Fall, der Geruch vom Honig ist schon recht lecker. Ich würde das erinnert mich so ein bisschen jetzt mit der Milch zusammen, so ein bisschen an heiße Milch mit Honig, nur eben halt, wenn es halt kalt ist, so vom Geruch her. Ja, also man riecht auf jeden Fall den Honig da raus. Ich habe das jetzt so 10 Minuten stehen lassen. Mal probieren. Ja. Okay. Oh nee. Also sowas habe ich noch nie gegessen. Das schmeckt wie knusprig gepufftes Proteinpulver und der Geschmack zunächst ist erstmal nicht wirklich viel verratend. Ich finde, der meiste Geschmack geht komplett in die Milch rein, daher schmeckt die Milch auch wirklich sehr, sehr lecker. Aber diese Proteinpuffs, die schmecken einfach ekelhaft. Also ich finde sie nicht lecker, ich finde sie nicht gut. Sie haben eine Konsistenz hinterher, so flapschig, matschig, sapschig, wirklich einfach völlig. Das krümmelt so auf eine ganz komische Art im Mund am Ende. Ja, so krümmelig, matschig. Also, aber die Milch ist lecker. Also, das finde ich geil. Also schon mal kein guter Start, wie ich finde. Da hilft auch diese Zeichnung auf der Rückseite der Packung nicht, die so ein bisschen an Akira Toriyama erinnert. Nee, auf keinen Fall. Ist wirklich grenzwertig, sag ich mal. Und ich finde, der Süßstoff passt hier auch nicht wirklich. Also das ist, geht irgendwie in die falsche Richtung. Auf jeden Fall habe ich hier dann diese Coco Dreams, die mit Kokosgeschmack. Ja. Riecht so ein bisschen nach, ja, so ein bisschen nach Makrone, würde ich sagen. Und irgendwie rieche ich Süßstoff. Also ich irgendwie riecht man den. Keine Ahnung. Auch mal probieren. Also hier erinnert mich der Geschmack auch so ein bisschen an dieses Makronenmäßige, also diese Füllung von so einer Makrone, sag ich mal. Aber so diese kleinen Puffs, hier diese kleinen gepufften Proteindinger, die halten nicht lange. Also irgendwie, man kaut drauf rum und ehe man fertig ist, wird das zu so einer grobkörnigen Masse, die so flapschig ist. Das ist einfach völlig, völlig ungeil. Also ich finde Textur manchmal echt wichtiger als Geschmack und daher, weiß nicht, da kann es so schön schmecken, wie es schmecken kann. Die Textur macht da alles zunichte. Aber, also ich finde hier auch wieder, der meiste Geschmack geht einfach in die Milch über. Und am Ende diese Eiweißteile, die halten gar keinen Geschmack. Also das ist wirklich ziemlich wenig. Und das meiste, was ich an Geschmack mitkriege, ist eben das aus der Milch. Völlig überteuertes Zeug. Wow. Also ich gebe beiden Produkten 2 von 10 Punkten, hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Ich finde die Textur bei beiden Produkten ist einfach viel zu matschig nach dem zweiten, dritten Mal reinbeißen. Und so generell
Der Geschmack hält sich eher auf dieser künstlichen Aromaschiene auf. Also ich weiß auch nicht, es steht zwar drauf natürliche Aromen, aber die sind viel zu prägend und viel zu intensiv, sag ich mal. Und da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Also der Preis, da braucht man nicht drüber sprechen, glaube ich. Das ist schon, Fehler meinerseits. Auf jeden Fall müsst ihr das Produkt nicht mehr kaufen und ja, wir sind ein bisschen schlauer geworden. Also ich auch. Jetzt brauche ich auf jeden Fall jemanden, dem ich das schenken kann. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem Produkt heute gehalten habt. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmackofotz. Spaceys. Zurück ins All damit, ey. Ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich mein letztes Video hochgeladen habe. Auch mit dem völligen Elan eines Mitte 80-Jährigen im Koma liegenden. Also schon mal kein geiler Start, wie ich finde. Hier zu meiner Rechten habe ich jetzt, kein wirklich guter Start. Irgendwie, das erste, weiß nicht, wenn man jetzt unbedingt auf Cerealien nicht verzichten kann, dann esst ein Brot. Ist jetzt auch nicht so geil. Also, ich sag mal so, diese Puffs, diese gepufften, was? Wird ja auch mal Zeit nach 2 Wochen. Also, ich halte auf jeden Fall mein Versprechen von dem Kanalbanner ein. Honey Beans und Coco Dreams. Also, ja, eigentlich ganz cool und verdammt. Auf jeden Fall habe ich mich wieder von Instagram-Werbung verleiten lassen und habe mir die Spaceys bestellt bei der,